Und wir kommen damit zu einer weiteren Abstimmung, zu jener in der Schweiz, über die Abschaffung der Rundfunkgebühren. Und diese Initiative ist gescheitert, und zwar deutlicher als erwartet. 71,6% haben sich für das Beibehalten der Rundfunkgebühren ausgesprochen. Raffaella Stephandl berichtet. Die Ansage an der Urne ist deutlich. Die Schweizerinnen und Schweizer wollen keine medialen Experimente. Sie wollen weiterhin öffentlich-rechtliches Radio und Fernsehen und dafür Gebühren bezahlen. Die Initianten sind enttäuscht, glauben dennoch viel erreicht zu haben. Wir haben Druck aufgebaut und dieser Druck wurde in der Politik registriert. Heute sehen wir schon, dass die Parlamentarier das aufgenommen haben und sagen, es braucht eine Reform. Aufatmen bei der Schweizer Radio- und Fernsehgesellschaft. Ihr Budget besteht zu 75% aus Gebühren. Die Spitze sprach heute von einem Bekenntnis zum unabhängigen Informationsangebot für alle 4 Sprachregionen. Sofort werde jedoch ein Veränderungsprozess eingeleitet. Dazu habe es die Abstimmung aber nicht gebraucht, heißt es. Wir haben auch zugehört, wir haben Kritik aufgenommen, aber haben unweigerlich auch Reformprojekte schon angedacht in Bezug auf die Veränderung des Nutzungsverhaltens. Sparmaßnahmen sind angekündigt, man will stärker auch mit anderen Medienhäusern zusammenarbeiten. Mit so einer heftigen Ablehnung hat hier niemand gerechnet. Die Initiative war vielen wohl zu radikal, hätte sie doch die SRF ausgelöscht und vielen kleinen privaten Radio- und TV-Stationen die finanzielle Grundlage geraubt.